llegamos a los 300 mil likes, vamos a pinchar el globo. Miren, point, point, point. Zeig das Video einfach dort, wo du ihn gekauft hast, und sie werden dir den Laptop bestimmt zurückerstatten. Yo, moin, ich würde gern meinen Laptop zurückgeben, er funktioniert nicht mehr. Und was ist das Problem genau? Funktioniert einfach nicht mehr. Wieso ist die gesamte Tastatur verklebt? Was haben Sie damit gemacht? Herzlich willkommen zu dem neuen Video. Wow, 2 Tage in Folge ein Video. Ob morgen auch eins kommt? Ich nehme ab jetzt Wetten in den Kommentaren entgegen. Was denkt ihr? Kommt morgen ein Video oder kommt morgen kein Video? Die Chance steht 50-50, also wettet weise. Ich hoffe, euch geht's gut, und falls ihr jemals im Taxi furzen müsst, hoffe ich, dass dieser Typ euer Taxifahrer ist. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ja? Darf man in Ihrem Taxi furzen? Ja, sicher. Okay. Aber bis zum frischen Luft, dann passt das da wieder. Dankeschön, das war eine sehr nette Antwort und Ihre Antwort hat mein Herz berührt. Wir haben den Ehrenmann der Woche gefunden. Einmal bitte Applaus. Jeder andere Taxifahrer hätte mich rausgeschmissen und mir das Geld aus der Tasche gezogen. Aber dieser Kerl, dieser unglaublich nette Typ, erlaubt Furzen im Auto. Furzen im Taxi. Wow. Die Jungs und ich waren gestern mal wieder bei Nusret essen für geschmeidige 4000 Euro. Und für 4000 Euro kann man ja auch etwas Show erwarten und erste Klasse Service, oder? Das sieht lecker aus. Ich freue mich schon gleich, diesen Cocktail zu schlürfen. Wow, die 4000 Euro haben sich ja richtig gelohnt. Was eine unglaubliche Erfahrung. Und wo bleibt jetzt mein Cocktail? Bekomme ich noch einen neuen, oder? POV, ich wollte nur bei meinem Cousin schlafen. Auch er morgen früh. OV, ich wollte nur bei meinem Cousin schlafen. Auch er morgen früh. Ihr habt den Armen in die Hölle geschickt. Der kommt ja niemals alleine da raus. Stellt euch mal bitte vor, was bei ihm abging, als er aufgewacht ist. Er ist gestern ganz friedlich am Abend eingeschlafen, denkt sich nichts Böses und wacht morgens eingesperrt in der Couch. Also wirklich in der Couch auf. Wenn der Bray keine Panikattacke bekommen hat, dann weiß ich auch nicht. Bestimmt sind die Jungs danach noch rausgegangen und entspannt was essen, während der Arme dort 2 Stunden um Hilfe schreit und eine Panikattacke nach der anderen bekommt. Hilfe, ich steck hier fest! Hilfe! Hilfe! Hilf mir bitte! Hilf mir! Er hat einen Preis verdient, dafür, dass er die gottverdammten Fahrradcops auseinandergenommen hat. Das war wirklich das Beste, was man hätte tun können. Und so wie ich die guten alten Schlawiner dort kenne, sind sie direkt im Volltempo hinterhergefahren, um diesen Verkehrsrowdy zu stoppen. Die beiden Fahrradcops nehmen ihren Job ernst und verursachen immer wieder Unfälle. Geisterfahrer! Ich habe auf TikTok so einen Trend entdeckt, wo Paare so ein Bild von sich nehmen und dann diesen Alt-Filter von der Face-App draufpacken, um halt dann zu gucken, wie sie aussehen, wenn sie zusammen alt werden. Ihr checkt schon, ja? Bro, renn so schnell du kannst. Nimm beide Beine in die Hand und verpiss dich, solange du noch kannst. Ach du heilige Scheiße! Mach sofort Schluss! Ach du heilige Mutter Maria! Wenn ein Mädchen aus eurer Klasse eins dieser 3 Dinge macht, dann ist sie sowas von eine Dilara. Let's go! Okay, dann zeig mal her, du alter Playboy! Wenn ein Mädchen Period sagt, Digga, wenn ein Mädchen das sagt, dann geht es mir sowas an den Sack. Dann sagen die immer Period! Digga, was ist falsch bei dir? No joke, mit dem Punkt hat er aber schon irgendwie recht. Zweitens, wenn ein Mädchen mit ihren dummen Sachen flext, zum Beispiel, oh mein Gott, ich habe neue Fingernägel, oder oh mein Gott, ich habe einen festen Freund, oder oh mein Gott, ich habe meine Periode,
Ja, oder oh mein Gott, ich habe 80 Millionen Energie in Rise of Kingdoms. Drittens, wenn sich Mädchen in der Pause oder im Unterricht schminken oder parfümieren. Beim heiligen Schwanz, wieso macht ihr das? Ihr verpestet das ganze Klassenzimmer. Digga, es stinkt einfach nur nach Scheiße. Eure fucking Deos und Parfüms, Digga. Warum macht ihr das? Und außerdem seht ihr auch ohne Schnäckel genauso scheiße wie vorher aus. Also. Ja, ja, ich weiß, was er meint. Und wenn auch nur einer ein Feuerzeug anmachen würde in diesem Raum, würde das hier passieren. Habt ihr so ein Mädchen in eurer Klasse? Schreibt's mal in die Kommentare. Bye. Gut, danke. Ich werde auf jeden Fall darauf in meinem Leben achten. Danke für die guten Tipps, Playboy 69. Eine Welle und das ganze Essen liegt im Bach. Es geht dann förmlich den Bach herunter. Versteht ihr? Weil das Essen dann im Bach liegt und es wegschwimmt. Ja. Warum sieht diese Frau genauso aus wie Regenbogen von Yakari? Yakari, Yakari, Yakari. 1:1, ich erkenne keinen Unterschied. 2522 Kilometer. Sind wir jetzt schon voran? Bro, ich hätte hier was, was dir vielleicht helfen könnte. Braves Moped. Und gar nicht Schwierigkeiten. Er ist wirklich der Erste, der Walter Frosch Konkurrenz machen könnte. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. So geht's weiter. Schönen Tag, Kavaliere. Ach du Scheiße. Ich hab gedacht, du bist irgendwie 90 Jahre alt und schon komplett verkrüppelt oder so. Aber du siehst original aus wie 30. Was hast du bitte in deinem Leben geraucht, dass du so enden konntest? Zieh einen. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Ha, der heult, weil der jetzt einen Test schreibt. Verdammt nochmal! Verdammt nochmal, ich hab nicht gelernt für den Mathe 5. Klasse Test. Ohne Witz, ich fühl den Armen da sowas von. Ich hab früher auch immer gedacht, wenn ich diesen einen kleinen Scheiß in der 5. Klasse verkacke, ist mein komplettes Leben am Arsch. Und aus mir wird nie was. Verdammt nochmal! Verdammt nochmal! Verdammt geile Kettenreaktion, aber wieso? Also, was war jetzt der Sinn? So, also, cool, ja. Du hast einfach den Table geflippt. Geiles Video, Mann. Oh Gott, gut, Freunde, ich kann das gerade alles nicht mehr. Ich muss das Video abbrechen. Wir sehen uns morgen wieder. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann...